Wir sind jetzt auf dem Weg nach Stuttgart. Geiles 7-Plus-Mehrfamilienhaus. Richtig guter Sachwert, schlechter Ertragswert. Wie lösen wir das Problem? Jo, nächste Woche ist ja die MIPIM. Das ist eine der einflussreichsten Immobilienmessen Europas mit der Expo Real zusammen. Expo Real ist in Deutschland, München. MIPIM in Cannes, Südfrankreich. Da haben wir einen ordentlichen Stand organisiert dieses Jahr. Wir sind da auf einer Yacht vertreten. Das wird für uns auf jeden Fall ein großes Ereignis. Letztes Jahr waren wir da auch schon auf der Yacht und genau, hatten da einen geilen Deal, aber da gehe ich nochmal separat drauf ein. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr für uns großartiges Ereignis und dieses Jahr wird es ein bisschen großartiger noch, hoffe ich. Bin auch gespannt zugleich, wie das alles wird dieses Jahr, weil die Messe, glaube ich, nicht so stark besucht wird. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die kommen halt gar nicht. Die Ticketpreise sind vom Gefühl her ein bisschen günstiger und die haben auch Cold Call gemacht. Also die Messe hat wirklich, das müsst ihr euch mal vorstellen, die Messe hat Cold Call gemacht bei Leuten, dass die halt Tickets kaufen sollen. Das ist halt schon echt ein bisschen needy, schon fast. Aber ja, wir wollen ja, dass wir gute Kunden treffen auf der Yacht, die abschließen können als Vertrag, um dann langfristig mit denen halt zusammenzuarbeiten. Das ist unser Ziel. Und wenn halt nicht so viele Leute kommen, ist es halt natürlich schwieriger, viele Termine zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass man nicht viele Termine macht, sondern viele qualifizierte Termine, nicht irgendwelche Termine und Leute, die auf der Yacht chillen wollen, da auch mitnehmen. Das haben wir ja letztes Jahr gemacht ein bisschen, das war nicht so gut. Auf jeden Fall ein Learning, wo wir besser machen wollen. Und noch als i-Tüpfelchen obendrauf kam jetzt noch was dazwischen. Das ist aber noch nicht hundertprozentig bestätigt. Und zwar gehen wir, heute ist Dienstag, am Donnerstag gehen wir Heliskiing noch kurz vor der Messe. Sonntag fliegen wir nach Cannes auf die MIPIM. Donnerstag, Freitag noch Heliskiing in Zermatt. Wann habt ihr das Ticket gebucht? Ey, wir haben es vor 3 Jahren gebucht. Vor 3 Jahren haben wir Heliskiing gebucht. Und es gab halt keine Opportunity, das wahrzunehmen. Und jetzt hat es halt guten Schnee. Und gutes Wetter gleichzeitig am Donnerstag, deswegen wir ziehen einfach durch. Also wenn die morgen früh den Flug bestätigen, also das kommt auf verschiedene Sachen an, Wetter, Schneebedingungen und Wind. Wind ist auch so ein wichtiges Thema, wo ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, wenn man sich da nicht auskennt. Weil wenn es zu windig ist, dann bläst der Neuschnee weg, dann ist es so eisig und dann kann man nicht richtig fahren. Und das ist nicht nur wegen dem Heli-Fliegen, sondern auch wegen dem Schnee, dass es halt gar keinen Sinn macht, da zu fahren, weil es halt so vereist und hart ist unten drunter. Auch genau neben der Piste, da macht es dann keinen Sinn und keinen Spaß. Deswegen hoffen wir, dass alles halt passt diesmal und dass wir keine Lawine auslösen. Seid ihr schon mal im Tiefschnee gefahren oder habt schon mal Heliskiing gemacht? Dann kommentiert mir das mal unter das Video. Also wir sind jetzt auf dem Weg, aber erstmal nach Stuttgart, noch 1 Minute, dann sind wir da. Dann müssen wir einen Parkplatz suchen, ein paar Unterlagen einladen von dem Objekt. Genau, ich habe ja schon angerissen, es hat einen hohen Sachwert. Das heißt, der Grundstückswert ist halt endhoch, weil es in einer richtig geilen Lage ist. Und der Sachwert dementsprechend ist gut, ja. Aber schlechte Mietverträge, alte Mietverträge, 20, 30 Jahre alte Mietverträge. Und da hat man halt immer das Thema dann, das rechnet sich nicht, was den Cashflow angeht, wenn man es finanziert. Und die Rendite ist halt einfach schlecht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber einfach ist es definitiv nicht, solche Situationen zu lösen. Aktuell gibt es halt voll viele solche Projekte am Markt. Geile Objekte, schlechte Mietverträge, Cashflow trägt sich nicht mehr und so weiter. Durch die gestiegenen Zinsen ist es halt echt ein Thema aktuell, dass die Objekte nicht immer zum Markt passen und auch keinen passenden Käufer finden. Deswegen muss mal gucken. Ja, dann melde ich mich, wenn ich wieder in der Nähe bin. Und bist du auf der Miepe? Ja, machen wir kurz auf. So, wir gehen jetzt kurz rein in das Objekt. Leider können wir euch nicht mitnehmen, wir können da nicht filmen. Und genau, das ist so ein kleines Nebenprojekt von uns. Hauptbusiness ist aktuell, Hauptfokus ist auf 7 Plus Club. Das Ding hier nehmen wir noch kurz nebenher mit. Und wir gehen da rein. Gucken uns mal die Lage an. Das waren jetzt so 10, 20 Ordner, was wir da mitgenommen haben bei der Hausverwaltung, wo wir gerade waren. Genau, das Problem habe ich ja geschildert. Jetzt gucken wir uns mal das Ding an und verschaffen uns einen Überblick über die Lage und danach sage ich euch nochmal was dazu. Also, wie lösen wir das Ganze? Wir sind jetzt wieder draußen. Das Problem ist halt, der Sachwert ist extrem hoch. Was heißt Grundstück?
und die Wohnfläche und die Lage und so weiter sind einfach extrem hochwertig und teuer. Auf der anderen Seite hast du keine Mieteinnahmen, schlechte Mietverträge, eine Wohnung stand leer und diese Kosten, die da auf einen zukommen, wenn man das Objekt jetzt kauft, im Verhältnis zu den Einnahmen sind halt einfach extrem schlecht. Das heißt, man muss fett drauf zahlen. Und das rechnet sich halt für keinen, der das als Investment Case kauft. Es gibt halt verschiedene Ansätze. Und zwar der einfachste Ansatz aktuell, was halt jeder will, ist Cashflow. Das heißt, Ertrag muss verbessert werden. Das geht Neuvermietung von der neuen einen leeren Wohnung, die alten zwei Wohnungen halt Mieten anpassen. Da gibt es aber auch die Probleme mit den maximalen Mieterhöhungsdeckelungen und so weiter. Da gibt es die Möglichkeit, dass man halt eine Einigung findet mit den Mietern, irgendwie eine Umzugsprämie oder sonst was, damit die Wohnung halt leer wird, damit man quasi teurer neu vermieten kann. Da gibt es nochmal ein anderes Problem bei dem Haus, und zwar, das würde nicht reichen, man muss halt komplett alles neu sanieren. Und so ein Entwickler, wenn man das verkauft, der Entwickler muss halt ein leeres Objekt vorfinden zu einem vernünftigen Preis, dass er halt hinten raus noch Marge ziehen kann. Was ich persönlich am besten finde bei so einem Case ist, entweder man nimmt halt einen Preis hin, der nicht richtig hoch ist, sondern okay, und übergibt die ganzen Probleme dem Käufer, dem das natürlich bewusst sein muss. Quasi die Entmietung und so weiter und die Sanierung muss er selber machen. Oder man findet jemanden, der ein bisschen mehr ist bereit zu bezahlen, der halt nicht als Investment Case drauf schaut, wie zum Beispiel der Nachbar oder so, der halt emotionale Gründe hat, warum er kauft. Also der hat eh schon ein Haus links, eins rechts, kauft aus emotionalen Gründen das Haus. Den ist auch Wurst, ob jetzt erstmal der eine Mieter eine Weile drinnen wohnt oder nicht. Hat vielleicht eine Wohnung, wo er umsiedeln kann, temporär für die Sanierung und so Zeug. Das sind halt so, das ist der beste Weg, glaube ich, um halt einen Verkauf einzuleiten. Anderer Fall wäre halt langfristig vermietet lassen, Miete immer anpassen und behalten. Aber der Case von dem Objekt, wo wir jetzt gerade waren, ist halt echter Verkauf. Deswegen ja, entweder einen Nachbar finden, der halt emotional kauft, oder halt irgendwie mit den Mietern eine Lösung finden, damit man das Ding halt irgendwie leer verkaufen kann. Das sind die zwei Optionen, die es eigentlich gibt. Oder der Preis wird halt madig sein. Aber jetzt ist wieder der Fokus auf der MIPIM, die ist ja nächste Woche. Und am Donnerstag, fingers crossed, wenn das alles läuft mit dem Heliskiing. Ich wollte schon immer mal machen, das ist mein Traum, echt wirklich. Schon immer wollte ich Heliskiing machen. Wenn es klappt, sehen wir uns in Zermatt. Ansonsten MIPIM.